So, erstmal ein Hallo miteinander. Ich bin von euch gebeten worden, mal ein Video zu machen, wie ich meine Messerscheiden oder Pistolenscheiden etc. pp. Herstelle und wie ich da vorgehe. Zunächst mal habe ich euch hier das Projekt aufgelegt, das ich momentan bearbeite. Und zwar geht es hier um dieses Messer. Das ist ein sehr werthaltiges Messer und der Besitzer von dem Messer, der hat sich eine Kombination zwischen diesem Messer und so einer kleinen LED-Taschenlampe in einer Scheide vorgestellt. Das habe ich bisher immer mit Leatherman-Tools gemacht, also in der Kombination Scheide für ein Leatherman-Tool und für eine Taschenlampe. Und nun sollte auch dieses Messer hier kombiniert werden. Einmal ganz kurz zu den vielleicht unterschiedlichen Scheidentypen, die es bei den Messern gibt, wenn man die mal anschaut. Wir haben hier ein Othello-Weitmesser mit einer ganz einfachen Scheide. Sprich, das ist eine Scheide aus einem, ja, eigentlich ein Bankleder, ja, das unten mit einem Silberknauf versehen ist und hier ganz einfach industriell genäht. Circa 30 Jahre alt. Eine ziemlich einfache Scheide für so ein Messer. Ein Othello ist kein Puma, es ist also zwar ein werthaltiges Messer, aber nicht der Mercedes unter dem Messer, sondern sagen wir mal eher ein VW. Das ist so ein Scheidentyp. Ja. Dann haben wir hier ein Sleeper. Sleeper produziert auch seit rund 30 Jahren nicht mehr. Ja. Sleeper-Messer sind in dieser Art ausgeführt, waren einfache Messer, die aber ihre Funktionen, ihren Zweck erfüllt haben. Man sieht aber hier teilweise, also, dass diese Messer geschrumpft sind. Das heißt also, die Materialauswahl war nicht so top. Ja. Kann sein, dass ich diesem Messer mal neue Griffschalen mache. Hier geht es aber im Endeffekt um die Scheide. Man sieht hier eine Scheide aus einem relativ einfachen Bankleder, die hier einschichtig aufgebaut ist und hier mit einem doppelten Keter und hier mit der Maschine vernäht. Als Gadgets hat man hier das Leder zweischichtig aufgedoppelt, ja, um hier diesen Tragehaken einzubauen, sodass die Scheide hier unten frei ist. Ist eine relativ robuste Scheide, aber relativ einfach. Ja. Als drittes Messer, um vielleicht das Verständnis dafür zu haben, haben wir hier ein Pugo. Das Pugo ist ja eigentlich ein nordisches Messer, die so in verschiedene Arten und Weisen gebaut worden sind. Das hier soll ein sehr einfaches Messer sein, das ich mal vor ein paar Jahren gemacht habe. Interessieren soll hier aber in dem Moment die Scheide. Das hier, das ist ein Leder, das kein Bankleder ist, sondern das ist ein Leder mit einer mit einem sogenannten Rohhaut-Splint in der Mitte. Das heißt also, dieses Leder ist nicht durchgegerbt und damit kann man sehr, sehr feste, sehr harte Scheiden machen, die sich aber nur mit Wasser formen lassen und die eigentlich relativ schwer herzustellen sind. Wenn man diese Scheide hier anguckt, hier gibt es nur eine Naht, das ist die hier außen. Den ganzen Tragemechanismus, der hier in dieser Scheide eingebaut ist, das sieht man vielleicht hier innen drin. Ja, der ist, jetzt muss ich mal schön aufstehen, um es besser zu zeigen. Der ist hier drin eingebracht, rein durch das Leder. Und dieses Leder ist getrocknet und dadurch wird es sehr, sehr fest. Dieses Scheidenmaterial, das schrumpft am Anfang, schrumpft aber nicht so stark, und so dass die Messer hier eigentlich wirklich fest drin sitzen. Das ist eine Scheidenform, die nicht einfach herzustellen ist und die ein bisschen Übung braucht. Um das geht es aber nicht. Es geht hier darum, dass man vielleicht diesen Ledertyp etwas sieht und die Form, wie die Scheide gebaut ist. Kommen wir zu dem Messer, um das es hier heute geht. Ja. Dieses Messer ist also ein sogenanntes handgemachtes Customer-Messer, das kann man anschauen. Es ist von der Form her sehr
schön gemacht. Man sieht auch hier, dass das eine handwerkliche Arbeit ist, dass hier die Klinge zurückgeschliffen ist, also dünner geschliffen ist. Und hier nach unten noch etwas dünner ausgeschliffen ist. Ja. Die Parierstange ist sehr sauber eingesetzt. Ja. Also es sind wirklich sehr werthaltiges Messer. Ja. Die Scheide, die es hierzu gibt, die ist vom Typ her eine gefaltete Scheide mit einem Keder. Wobei, wenn man hier mal genau reinschaut, dann sieht man, dass der Keder hier als Keil aufgebaut ist. Vorne schmal. Ja. Hier ist das Leder einlagig. Anderthalb lag ich in der Mitte der Keder, ja, und der ist als Keil ausgeführt und wird hier in dem Bereich, wo die Klemmung erfolgen soll und wo hier die Parierstange sitzt, ja, wird das fast vierfach und läuft hinten wieder zweifach aus. Das hat einen riesen Vorteil, wenn man diese Scheide nass formt, also dieses Bankleder, ja, dann kann man hier das Messer so einformen, dass sich hier die Scheide, man sieht es jetzt, leicht verbiegt, das Messer reingeht und hier einen Stopp hat und eigentlich nicht rausgeht, obwohl es sehr einfach in der Scheide sitzt. Ne? So, diese Scheide hier, wie sie hier gemacht ist, die wollen wir eigentlich vom Prinzip her kopieren oder weiterführen. Ja? Dazu wollen wir dann eine Taschenlampe zusätzlich an diese Scheide anbringen, sodass eigentlich der Eigentümer von dem Messer praktisch diese beiden Dinge kombiniert hat. Ja. Ich habe mal jetzt mal den Werdegang, ich lege das gerade mal zur Seite, von so einem Messer, ja, den Werdegang, wie man so eine Scheide vielleicht entwickelt. Man sieht hier an diesem Blatt, es gibt eine ganze Menge Entwürfe, die man vom Gedanke her macht und wieder verwirft und im Prinzip zum Beispiel von der Scheide abzeichnet und sich überlegt, wie man das macht. Das ist ein Prozess des Überlegens, der dauert manchmal schon ein bisschen länger, bis man auf die Idee oder auf den Weg kommt, so eine Scheide herzustellen. Grundsätzlich ist es so, dass diese Scheide eine schlichte Scheide werden soll, die eigentlich nur eingefärbt wird und nicht punziert wird. Ja. Dazu bin ich dann jetzt mal weitergegangen und habe hier das Messer kopiert und habe mir hier eine Schablone gemacht, um das Messer einfach mal in der 1:1 Größe zu haben und eine Zeichnung davon anzufertigen. Das ist halt Vorteil, wenn man mehrere Zeichnungen macht, dann kann man hier die Umrisse einfach besser umfahren und sieht es dann, wie es rauskommen würde im Entwurf. Genauso habe ich das für die Taschenlampe gemacht. Ja, das ist also eine ganz einfache Schablone, die umzeichnet wird und das sieht dann so aus, wenn man dann den letztendlichen Entwurf hat. Sieht es so aus. Wir haben also hier das Messer in der Scheide. Wir haben hier Scheide. Anfänglich bin ich mal davon ausgegangen, dass das Messer eine Punzierung in diesem Bereich bekommt. Ja, soll aber hier so nicht sein. Genauso hier soll keine Punzierung an der Taschenlampe sein, sondern es soll wirklich gebrauchsmäßig schlicht und einfach sein, sodass man das Messer auch wirklich auf der Jagd einsetzen kann, auch sauber bleibt und dass man es zum Beispiel auch ohne großen Firlefanz, ja, auch in Afrika oder dergleichen nutzen kann. Ja. Ich habe mir jetzt den Entwurf so ausgeschaut und habe den Entwurf einfach mal aufgezeichnet, ja, wie der im Endeffekt werden soll. Diese Linie hier, die hier ist, ja, das ist eigentlich die Kederlinie. Die ist hier noch aktiv, ich wollte die aber nicht rausradieren, weil mir die hinterher bei der Entwurfsarbeitung und Schnitterstellung hinterher fehlt. Ja, man sieht hier genauso die Taschenlampe. Ja, und jetzt gehen wir mal geschwind auf den Punkt, wie die Scheide aufgebaut werden soll. Ich habe euch hierzu mal ein Holster hier aufgebracht, um euch zu zeigen, wie das aufgebaut werden soll. Und zwar ist es so, dass dieses Holster innen, ja, ein Glattleder hat. Das heißt also, die Fleischseiten beider Leder sind hier zusammengebracht und umnäht. Ja. Das soll hier an dieser Scheide auch passieren, dass die Scheide eigentlich auch eine sehr robuste, wertige Scheide wird. Wenn man das Leder aufeinander bringt und also öfters übereinander vernäht, dann seht ihr, das wird sehr, sehr fest
bleibt aber trotzdem elastisch und sehr stark formhaltig. Genauso soll hier bei dieser Messerscheide der umnähert des Zierrandes hier stattfinden, also so wie es hier gemacht ist, dass also die Teile auch durch die Naht abgegrenzt werden. Die Taschenlampe wird hier als Keder eingearbeitet, so dass die Halterung des Messers in der Scheide wieder gegeben ist, ja, und hier praktisch an das Messer angeformt wird. Gleichzeitig entsteht hier ein Punkt, ja, der gefährlich ist, weil ja hier die Schneide drüber fährt, ja, und dass man hier diese Naht nicht durchschneidet, ist hier vorgesehen, dass man in dem Bereich an der Scheide eine Niete durchzieht, die man nicht durchschneiden kann, und zwar eine Kupferniete, so dass das Messer, wenn das hier, wenn man sich das mal vorstellt, wenn das hier eingeführt wird, hier nicht in dem Bereich praktisch, wenn das öfters raus und reingesteckt wird, den Keder hier durchschneiden kann und im Endeffekt die Naht, sodass das Messer eingeschoben werden kann, und das würde dann ja hier zum Liegen kommen, ja, und hätte dann auch hier den Stopp, ja. Wie das konstruktiv hinterher aussieht im Schnitt, das haben wir auf dem nächsten Blatt. Wenn die Konstruktion von dem Messer, von der Messerscheide nicht ganz klar ist, ja, dann werden wir das im weiteren Verlauf sehen. Kommen wir mal hier zu diesem weiterführenden Entwurf. Ja, ich habe hier also noch kein Schnittmuster gemacht. Ich will euch nur mal kurz die Gedankengänge zeigen. Wer das vorige mit dem hier vergleicht, der sieht hier noch einen Fehler. Ja, weil die Scheide, die hier als Keder, die hier verläuft, und der Taschenlampehalter, der als Keder eingesetzt ist, der kann niemals hier runterlaufen, sondern es sieht so aus, dass die Scheide hier entsprechend hochläuft, ja, und der Keder hier unten zu Ende ist und praktisch hier in diesem Bereich praktisch endet und das Messer hier eingeschoben wird. Ja. Wir haben jetzt hier, ich lege mal den Entwurf daneben, ja, dass man das vielleicht sieht. Wir haben jetzt hier ein paar verschiedene Funktionsteile eingezeichnet. Und zwar haben wir hier einen Schlitz, in den nachher die Lasche eingeschoben wird. Manch einem mag die Gürtelschlaufe, die sich hier raus bildet, etwas groß sein. Hier ist aber bewusst eine sehr breite Gürtelschlaufe für einen Gürtel vorgesehen, der eine Breite über 40 oder 50 mm hat, sodass man den wirklich auch zum Beispiel an eine Kuppel einschieben kann. Ja. Wir haben hier jetzt die Form, die sich ergibt von dem Keder innen drin, und da sieht man gegenüber dem Entwurf, dass die Niete hier sitzt, ja, und der, die Parierstange hier aufliegt. Das heißt also, dass das Messer nicht weiter nach unten gedrückt werden kann. Wenn hier gleichzeitig, wie hier gezeigt, das Leder praktisch zusammengepresst wird, wie hier an der Scheide, und sich diese Form ergibt, dann kann das Messer, wenn das hier unten aufliegt, ja, an dem Punkt, ja, praktisch nicht so klappern wie hier in der Scheide. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck, der da damit verfolgt wird. Gleichzeitig seht ihr, dass hier oben die Lasche ist. Die Lasche wird ja nachher nach hinten umgeschlagen und wird hier durch diesen Schlitz durchgeschoben und dann hier hinten vernäht. Wichtig ist, dass wir ja eine Scheide machen wollen, so wie sie hier aufgebaut ist, die innen Glattleder hat. Das heißt also, dass die Scheide zweiwandig wird und Fleischseite auf Fleischseite geklebt wird. Ja. Das dann umgeschlagen wird mit Anfeuchtung, ja, sodass sich das Messer, das Scheidematerial an die Messerform anlegt, ja, und dann hier ein Keder eingearbeitet wird, der dann praktisch hinterher die Taschenlampe hält. Ja. Wichtig bei dieser ganzen Konstruktion ist die, dass diese Materialien hier zweimal zugeschnitten werden müssen, aber nur an dem äußeren Leder dieser Schlitz angebracht wird. Und zwar ist es dann so,
dass, wenn wir uns das innere Leder vorstellen, ist das das innere Leder mit 2 mm. Ja? Dann kommt das äußere Leder und das äußere Leder erhält den Schlitz. Ja? Und in diesen Schlitz wird der hintere Teil der Lasche, der hier runterkommt, eingeschoben. Ja? Und wird hier mit dem zweiten Material, das hier das äußere Material ist, zuerst nach außen vernäht, sodass wir hier einen kleinen Teil haben, wo die Scheide praktisch dreischichtig wird. Ja? So wird es im Endeffekt aussehen, dass dieses Material hier drüber genäht wird, ja, und das Material hier unten drin sitzt. Ja? So ist gewährleistet, dass das Messer, wenn die Schneide hier oder die Spitze hier jeweils ankommt, diese Naht von der Lasche niemals durchschneiden kann. Oder ja, kann es schon durchschneiden, das würde aber einen sehr, sehr hohen Kraftaufwand bedeuten. Ja? Und das ist eigentlich der Trick an der Scheide, so dass an dieser Scheide keine wirklich relevanten Nähte, die das Messer im Endeffekt, dass man es im Endeffekt verlieren könnte, wenn man so eine Naht aufschneidet, dass keine Naht, keiner dieser Nähte frei liegt. Ja, das ist eigentlich das, was wir da damit machen wollen. So, jetzt muss ich hier mal geschwind die zwei Sachen zur Seite legen, weil wir haben auch dann noch zu sagen, welche Werkzeuge verwende ich. Ja, ich verwende also im Allgemeinen sehr einfache Werkzeuge. Ja. Zum Zuschneiden verwende ich ein ganz normales Cuttermesser. Ja. Um das Papier oder feine Dinge zu schneiden, verwende ich hier ein skalpellartiges Messer, das im Fotosatz früher gebraucht wurde. Ist. Und um die Messer scharf zu machen, habe ich hier aus einem Spyderco Schärfset diesen feinen Keramikstab. Das ist so ein Schleifset, da ist der einfach rausgenommen. Kann man ja geschwind zeigen, wenn man die Messer wirklich fast rasierklingend scharf kriegt. Das geht nämlich so, man fährt es raus, man setzt die zwei Kanten auf die Seite und dann fährt man hier einfach sehr leicht von oben nach unten. Und damit wird das Messer wirklich saumäßig scharf. Man sollte nicht den Fehler machen und die Klinge zu weit einziehen, weil dann ist es wieder stumpf. Genauso ist der Vorgang hier an dieser Klinge. Ja. Man muss hier nicht immer eine neue reinmachen, sondern die Klinge, die ist bestimmt schon 2 Jahre in dem Messer drin. Ja, man fährt hier einfach geschwind durch und dann ist das Ding wieder scharf und gut ist. Zum Löcherstechen, ja, verwende ich hier 3 unterschiedliche Ahlen. Ja, wobei ich gleich dazu sage, bei so dicken Messern, Scheiden, wie sie hier sind, ja, da werden die Löcher teilweise mit dem Millimeterbohrer gebohrt, ja, weil das lässt sich einfach nicht mehr vernünftig stechen und gibt dann ein sehr, sehr unsauberes Nahtbild. Hier ist also Bohren angesagt. Um normal zu vernähen, das heißt also zweischichtiges Leder, verwende ich als erstes hier eine Stechahle. Die sieht so aus, wenn man sie mal genau anguckt. Jetzt muss ich schon aufstehen. Euch das zu zeigen, die ist schlicht und einfach spitz, und zwar spitz angeschliffen. Ja. Wichtig ist, dass der Anschliff wirklich sauber ist. Ja. Das wird hier auch mit diesem Werkzeug gemacht. Und zwar, wenn man die Klinge, die spitze Klinge so einführt, dann kann man die hier einfach mit drehen, ja, hier vorne anschleifen. Ja. Und das sieht dann so aus. Ne? Ja. Als nächstes haben wir hier eine Ahle, um die Löcher zu erweitern. Die ist vorne etwas, man sieht es hier jetzt, vorne etwas nach oben. Die hat so ein leichtes Näschen nach oben. Und die ist stumpf ausgeführt. Ja, und ist etwas breit vorne in der Spitze hier. Und hier in der, von der Seite her, wo sich das Näschen ausbildet, etwas schmal. Damit kann man die Löcher sehr einfach aufweiten.
Ja, am besten ist es so, wenn das Leder ein bisschen nass ist, dann geht es besser. Ja. Das zu den Aalen. Ihr seht, ich verwende eigentlich relativ einfache Aalen und Werkzeuge, ja, um das Leder zu polieren, ja, an den Kanten. Also wenn man hier zum Beispiel solche Kanten macht und die rund bekommen will, ja, dafür nehme ich hier ein Falzbein. Ja, und damit kann man das wirklich sauber zudrücken und leicht aufpolieren, sodass das hier schlicht und einfach ordentlich aussieht. Ja. Also wenn man das hier anschaut, ja, gibt es dann im Endeffekt doch ordentliche Kanten. Ja. Ja, als weiteres Werkzeug, um die Nahtabstände richtig hinzubekommen, nehme ich hier so einen Nahtmarkierer. Ja. Der sieht so aus und das ist ein Werkzeug, das ist zwar etwas teurer, aber das hat so wirklich spitze Nahtmarkierer und wenn man das einmal hier so übers Papier laufen lässt, ja, dann sieht man, dass man hier wirklich Markierungen bekommt. Ja. Und anhand dieser Markierungen kann man sich die entsprechenden Nahtabstände setzen. Ja. Genäht wird bei mir in Zwienaht. Ja. Jetzt muss ich gerade mal schön. Hier habe ich noch einen anderen, einfacheren Nahtmarkierer, der eine etwas engere Naht markiert. Ja. Das ist dann aber für feinere Arbeiten, die eine engere Naht haben. So, dann habe ich hier noch einen sogenannten Nahtversenker. Ja. Das ist ein Werkzeug, das ist, ja gut, es ist nicht billig, es ist aber auch nicht unsinnig teuer. Ja. Da kann man hier drehen, dann kann man hier einen entsprechenden Abstand zur äußeren Kante oder zur Naht, die man machen will, feststellen. Ja. Und dann hat man hier ein ganz kleines, angeschliffenes Loch. Ja. Und wenn man das dann praktisch so über das Leder führen würde, ja, dann würde man hier, wie man hier so sieht, na, am Papier geht es schlecht, eine kleine Vertiefung schneiden. Beim Scheidenbau und Bau von Holstern funktioniert das manchmal nicht wirklich. Ja. Und aus dem Grund verwende ich hier teilweise auch noch diese wirklich scharf angeschliffenen Schnitzwerkzeuge. Das kann man hier mal anschauen. Ja. Das ist einfach ein Schnitzwerkzeug, das ein Geißfuß ist, ja, mit dem man die Naht wirklich sehr tief und sehr sauber versenken kann. Ja. Ist sinnvoll, weil man ja nicht sehr oft flach arbeitet, ja, sondern runde Teile hat. Und da ist eben dieser Nahtversenker nicht unbedingt das geeignetste Werkzeug. Also man braucht es nicht unbedingt. Ja. Man kann sich das zulegen. Wichtig ist es meiner Ansicht nach nicht. Ja. Gut, man kann natürlich als Minimalist arbeiten oder man kann mit solchen Werkzeugen wie dem Nahtversenker arbeiten. Ich bin der Meinung, beides hat seine Berechtigung. Das hier ist ein etwas stärkerer Geißerfuß. Ja. Der wird dann für dickere Leder, also wenn zum Beispiel Sohlenleder verwendet werden, wird der genommen, um eine Naht zu versenken. Oder die Naht wird beim Sohlenleder einfach nur eingeschnitten und hinterher wieder zugedrückt. So, nachher zum Kleben wird hier ein Gräfifix verwendet. Das ist ein Kleb aus der Schuhmacherei von der Firma Kömmerling. Ja, der kommt bei mir eigentlich immer zur Anwendung. Ja, weil er einfach sehr sauber klebt und in dem Leder drin trotzdem elastisch bleibt. Ja. Für die Kantenbearbeitung nachher zum Polieren habe ich hier noch was. Das ist ein Stück Bienenwachs. Das ist vielleicht manchmal ganz geschickt. Ja, nachher beim Stechen von Löchern, weil es nämlich einen riesen Vorteil hat, wenn man wie hier gezeigt die Aale einfach mal über das Bienenwachs zieht, dann sticht es sich hinterher im Leder. Ja, gleich viel, viel einfacher. Das ist eigentlich ein Schmiermittel. Ja, ja. Das war's mal für den Anfang. So, Dele. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt müssen wir aus diesem Entwurf, den wir vorher hier hatten,
ein Schnittmuster erstellen. Dazu müssen wir einfach einmal geschwind ein paar Dinge anschauen. Und zwar, wenn wir dieses Messer hier anschauen, dann messen wir hier einfach mal die Stärke, und zwar an der stärksten Stelle. Das sind 16 mm. Das habe ich jetzt hier auch auf meinem Muster gemacht, welche Stärke das Messer wo hat. Die interessantesten Punkte sind natürlich die, wo es in der Scheide steckt. Und da haben wir hier eine Stärke zwischen 16 und 15 mm. So. Diese 16 und 15 mm müssen natürlich in der Scheide berücksichtigt werden. Aber da wir das Messer hinterher nass in die Scheide einpassen, nicht voll. Ja, das heißt also, man geht von dem Wert von ungefähr so zwei Drittel aus. Ja. Das heißt also, wir haben hier bei einem 16er Stärke einen zwei Drittel Wert von ungefähr 12. Ja. Und den müssen wir durch zwei teilen, weil wir haben ja ein vorderes Teil und ein hinteres Teil aus der Scheide, und so sind es ungefähr 6 mm. Das Maß ist nicht unbedingt kritisch, ja, aber man sollte es dazugeben. Und zwar hier in dem Bereich bis hierhin mehr und dann nach unten weniger werden. Ich habe hier mal jetzt eine grobe Linie eingezeichnet, wie sich dann die Scheide verändern würde. Man sieht also hier, dass die diese Linie, ja, sich dann hier rausschiebt, ja, und dementsprechend auch die Lasche an diesem Punkt bleibt. Das heißt also, hier kommt Material dazu. So, und die 6 mm, die zeichnen wir jetzt hier ungefähr mal etwas stärker ein. Das kann man mit einer ganz einfachen Lineal machen. Ja. Ihr seht, wir haben also hier ungefähr die 6 mm, waren wir gar nicht so schlecht im Schätzen. Ja. Die sind hier, ja, und die müssen wir bis ungefähr hier einhalten, ja, und dann sieht man ja, dass hier die Klingenstärke auf ungefähr 3,2 mm zurückläuft. Das heißt also, hier wird es dann kontinuierlich weniger werden. Ja. Jetzt haben wir die hier mal bis hier. Ja, und jetzt muss man sich überlegen, da ja die Scheide hier gefaltet wird, kann das hier eigentlich nur ein gerader Rücken sein. Ein bisschen kann man eine Scheide formen, dadurch, dass man das zusammenzieht. Daher machen wir uns hier mal einfach eine Markierung hin. Ja, und zwar da, wo die Parierstange zu Ende ist, dass man sieht, wie diese Scheidenform entsteht. Ja. Dazu braucht man jetzt hier mal einen etwas stärkeren Stift, ja, um diese Linie hier nachzuziehen, ja, und um diese Linie dann hier runter etwas zu verstärken. Wir enden hier mit der Linie, weil das machen wir nachher im Schnitt. Als nächstes ist die Linie wichtig, weil hier müssen wir nachher einen sogenannten Keter schneiden, der hier an dem Messer anliegt und hier eingelegt wird. Na, da ist das nicht so rund, wie es sein sollte. So, der Keter endet hier. Ja. Und hier ist es wichtig, dass er nicht voll an diesem Punkt hier endet, sondern dass hier Luft bleibt, dass hier nachher im Prinzip eine kleine Röhre entsteht, wo zum Beispiel auch Wasser, das in eine Scheide reinlaufen kann, einfach unten rausläuft. Ja. Genauso wird hier die Luft beim Einstecken von dem Messer verdrängt, dass das Messer einfacher ein- und ausgesteckt werden kann. Bei solchen geschlossenen Scheiden wie dem Pugo, das ich euch vorher gezeigt habe, da wäre das wichtig, weil die schließen wirklich teilweise luftdicht. Es ist bei dem Scheidentyp nicht unbedingt so wichtig, ja, aber ich mache es eigentlich trotzdem, weil sich dadurch das Messer eigentlich relativ einfach zusammenfalten lässt. Ja. So, jetzt schauen wir uns hier nochmal die Linie an. Ja, die Linie haben wir verstärkt. Jetzt müssen wir hier eine kleine Änderung machen. Und zwar, wenn wir hier das Material, das hier hinterher 4 mm sein wird, ja, an der Scheidenkante anschaut, dann haben wir hier ungefähr wieder diese berühmte 6 mm. Und wenn wir jetzt die Scheide hier in dem Bereich
verrunden, ja, dann zieht sich uns das Material nachher hier raus. Das wird nachher unser Schnittmusterbereich werden. Den werden wir nachher noch ein bisschen verändern. Aber wir ziehen einfach einmal diese Linie als gerade Linie. Ja. So, dann werden wir als nächstes hier noch ein paar Hilfslinien anbringen, weil diese Linie hier, dieser Teil, der wird nachher noch wichtig, wenn wir hier diese Scheide für die Lampe hier machen. Ja. Es geht hierbei um Folgendes, ich habe das einmal geschwind hier aufgezeichnet, was für eine Materialmenge wir brauchen. Ja. Ich habe hier einfach einmal die Lampe, die hat 1 Zoll Durchmesser, also 25,4 mm. Ja. Die habe ich einfach einmal gerechnet in dem inneren Radius, das sind 79 mm. Ja. Dann habe ich hier zweimal dieses Scheitermaterial als Außermaterial eingerechnet und innen drin ein Ketermaterial. Das heißt also im Prinzip zweimal das gleiche. Ja. Und das sind jeweils 8 mm. So, das ergibt sich dann so, dass hier diese 8 mm dazukommen und hier innen drin das Scheitermaterial von dem Innenketer ist. Den Innenketer, das ist dieses Teil hier, ja, den habe ich hier falsch eingezeichnet, der sitzt außen. Vom Material her macht es aber nichts aus, wir bleiben bei einem Innenmaß von 79 mm. Ja, und wir kommen hinterher auf ein Außenmaß, da wir hier 25 mm und jeweils 2,5 mm Material haben auf 30 mm und das sind 94 mm. So. Theoretisch ist es so, dass wir dieses Teil hier nachher innen zweimal ausschneiden bis zu dieser Linie. Und innerhalb dieser Linie kommt nachher hier ein Außenmaß von 94 mm dazu. Ja. Und gleichzeitig kommt hier ein Höhemaß, da diese Lampe hier von dem Maß, ja, wenn man das einmal anschaut, bis unter, ja, ein Maß hat auch von ungefähr 94 mm, ja, kommt hier 94 mm dazu. Das ist nachher ein Quadrat, das dann in diesen Keterbereich eingearbeitet wird und dann hier verrundet wird. Das können wir aber nachher machen, die werden wir brauchen. Ja. So, jetzt gehen wir hier weiter. Jetzt haben wir hier ein Blatt Papier, das legen wir drauf und dann kopieren wir das hier, was wir für die Scheide brauchen, was also hier relevant ist, einfach mal durch. Das ist der Bereich, das ist der, hier zeichnen wir die Lasche an, dann gehen wir hier raus, ja, dann haben wir hier die Lasche, hier, 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 so. Und da, wo es geht, wo wir können, arbeiten wir mit einem Lineal, weil uns das hinterher dann etwas einfacher ist. Ja, und jetzt machen wir das hier ein bisschen größer. Da ist der Radius rund. Ja. Hier machen wir jetzt gar nichts. Wir haben hier unsere Linie, die hier unten durchläuft. Die ist hier. Ja. Und die schnappen wir uns und ziehen die durch. Dann haben wir hier die Messerscheide, die hier runterläuft. Das kopieren wir uns raus. Dann müssen wir hier den Bereich nehmen und fahren hier einfach unten hier zusammen. Ja, so, das ist eigentlich der Bereich, den wir hier als erstes brauchen. Ja, und für die Gegenseite, wenn wir das dann aufklappen, ja, ist es so, dass wir den Bereich hier nachher rausklappen müssen. Ja, dann müssen wir also hier, der sitzt hier, nachher hier rausklappen und hier rüber holen. Das machen wir aber dann nachher geschwind in einem Schnitt. So,
Das ist das erste Teil, das wir hier rausschneiden müssen. Als zweites brauchen wir den Keter. Ja. Und zwar, da haben wir einmal den Bereich hier. Ja. Habe ich vorher noch davon gequatscht, dass man hier ein Lineal nehmen soll, und selber nehme ich es nicht. So. So, der Keter ist insoweit wichtig, weil wir auch davon nachher unsere Lampe abnehmen und auch diese Form hier abnehmen, weil die holen wir nachher aus einem. So, wie gehen wir weiter vor? Als erstes brauchen wir diesen Keter. Dazu nehmen wir hier das Messer und schneiden hier auf unseren gezeichneten Linien das einfach als Papierschablone aus. So, dabei ist bei der Messerhaltung, das seht ihr wahrscheinlich aus, einfach wichtig, dass man das Messer immer in der Gerade zu der Linie, die man schneidet, führt. Ja, da wo es möglich ist, wo man nichts kaputt schneidet, überschneiden. Jetzt seht ihr, das läuft tangential an der Linie des Messer. Ja, jetzt fahren wir hier runter. So. Das hier müssen wir hier oben noch schneiden. So. Und jetzt empfehle ich euch eigentlich immer aufzuschreiben, um nicht den Fehler zu machen, dass man die Scheide, wie mir das schon manches Mal früher passiert ist, dass man die Scheide auf einmal zum Beispiel zur Seite verkehrt gedreht hat. Ja. Solche Dinge hier immer mit einem V für vorne zu kennzeichnen. Ja. Und zwar ist das ganz wichtig, weil wenn man das jetzt anschaut, ja, dann ist dieser Teil hier, also der Teil, der hier drin ist, ja, das ist die vordere Seite und das ist nämlich die hintere Seite. Und wichtig ist, dass die vordere Seite hier rausgeklappt ist. Das heißt also, mir jetzt im ersten Moment einmal bei dem ersten Zuschnitt die Fleischseite zeigen würde. Ja. So, und aus dem Grund muss man jetzt sehr aufpassen, ja, was Vorderseite ist und was nicht. Ich kennzeichne das einmal für mich so mit V als Vorderseite. Jetzt ist mir gerade noch eins aufgefallen. Hier habe ich etwas vergessen, was wichtig ist. Jetzt müssen wir es nochmal geschwind suchen. Der muss dahin. Der geht darüber, der muss dahin. Ja. Gut, sehen wir nicht, müssen wir reinmessen. Ist aber insoweit nicht so schlimm. Ja. Und zwar, wir haben hier diese Lasche, wo wir das nachher einstecken. Diesen Ausschnitt, den müssen wir hier geschwind von oben nach unten messen und stellen fest, das sind hier 45 mm von der Kante. Einmal. Zwei. Ja. Die Linie ziehen. Das kann sein, dass wir das nachher noch korrigieren müssen. So. Hier ranfahren und dann gibt man dem hier 3 mm.
Und dann haben wir es. So, das ganze Stück hier, das nehmen wir auch und schneiden das gleich aus. Das zu der Kennzeichnung mit vorne und hinten, das ist manchmal auch sehr vorteilhaft, weil wenn man so eine Scheide mehrmals macht, ja, das heißt also, wenn zum Beispiel einer, der die Scheide normalerweise auf der rechten Seite trägt, dann einer kommt, der sie auf der linken haben will, hat man es da damit natürlich relativ einfach, weil dann braucht man es eigentlich nur spiegelverkehrt durchzukopieren. Man hat das dann. So, jetzt ziehen wir hier geschwind die Linien runter bis zu dem Punkt. Dann hier, hier und da ich zu mir her immer einfacher schaffe, drehe ich das jetzt einfach mal rum. So, das ist ein Punkt, den ziehe ich gerade raus. Der Hintergrund ist der, weil wir hier nachher zweifaches Material haben, wird das nachher miteinander vereinigt und eben dann noch einmal rund geschnitten. Also das ist eigentlich der Hintergrund, warum ich das so mache. Weil das dann hinterher einfacher ist. So, jetzt ziehen wir noch hier hoch und jetzt müsste man es eigentlich schon raus haben. So, dass wir das Ganze nachher einfacher haben, machen wir das jetzt auf ein Stück Pappe drauf. Das würde dann so aussehen. Jetzt müssen wir hier ein Stückchen rüber gehen. Und zwar, weil wir da ja nachher noch ein paar andere Teile von der Pappe brauchen. Da kann man zum Beispiel so einen Rücken von einer, vom Hemd nehmen oder so. Das wird dann gut. Als erstes müssen wir diese Seite hier zeichnen. Dazu machen wir hier einmal die Ecke, dass wir, wenn wir das hier nochmal anlegen müssen, das wiederfinden. So. Da habe ich ein bisschen viel stehen lassen. Das ist nachher schlecht im Lederverbrauch. Deshalb machen wir das gleich weg, weil das brauchen wir nachher wirklich nicht. So, immer schön mal einen Finger drauf. Ja. Man sieht halt, dass es halt schwer ist am Papier, in so einem dünnen Papier wirklich einen Bleistift zu führen. Und nachher, wenn man das aufs Leder aufzeigt, nehmen wir eine spitze Ahle. Wir zeigen das auf, zeichnen das auf die Fleischseite. Und daher ist es so, dass man da schon eine etwas festere Schablone haben sollte. So, jetzt haben wir das hier geschnitten, gezeichnet. Und jetzt gehen wir her und nehmen unser Mutterstück hier und fahren hier einfach mal an der Linie entlang und schneiden das Ding hier weg. So, drehen das rum und dann haben wir hier unser Schnittmuster. Ihr habt jetzt gesehen, dass ich das hier noch nicht eingeschnitten habe. Das hat den Hintergrund, das will ich nachher, wenn ich einen Versuch gemacht habe, das runterzuklappen, nochmal exakt positionieren, wo das genau hinkommt. Ja, nicht, dass das nachher nicht stimmt und das Loch dann und das Leder verschnitten ist. Wäre schade ums Material. So. So. Das gibt jetzt eine Aufsicht, weil das schneiden wir zweimal. Das ist einfach wichtig. So. Das ist das eine Teil.
von unserem Schnittmuster. Und zwar einmal rechts, einmal links. Ja. Und das Teil, das wir von dem Punkt hier auf der linken Stoffseite schneiden, ist gleich nachher die Außenseite. Ja, das ist wichtig, dass wir für die Außenseite nachher das schöne Leder raussuchen, weil in der Innenseite, da können wir es uns leisten, etwas schlechteres Leder zu nehmen. Wobei man eigentlich darauf achten muss, dass eigentlich der Bereich hier dann an der Innenseite auch noch ein schönes Leder ist. Aber anyway, halb so wild. So. Dieses Teil hier, das werden wir auch ausschneiden, das werden wir zweimal brauchen. Da sind wir so frech und holen uns das hier. Und da haben wir noch ein bisschen Platz. Ja. Machen wir runter. Und flupp. So. Wenn wir das nachher auch im Leder zuschneiden, dann ist es so, dass man hier außen meistens beim Zuschnitt ein bisschen mehr Material stehen lässt. Die innere Kante ist nachher bei einer Messerscheide eigentlich die wichtigere. Weil die können wir nachträglich innen drin, wenn die Scheide fertig ist, nicht mehr bearbeiten. Und da sollte dann das Messer schon passen. Also die Außenseite ist hier nicht ganz so wichtig. So, jetzt haben wir das Teil. Und die schneiden wir jetzt auch geschwind raus. Mal gucken, ob es geht. So, die Ecke, die ist jetzt hier eckig, die wird sich aber nachher beim Hersteller von der Scheide noch verrunden und natürlich dann nicht so ein hässliches Eck bilden, wie man das hier sieht, aber im Schnittmuster lässt man es eigentlich drin, weil das sich nachher sowieso verrundet. So. Etwas zu schwach geschnitten. Nochmal nachschneiden. So. Jetzt kommen wir hier noch zu einem wichtigen Punkt. Wir haben hier, ja, bei den Schneidern würde man das Zwick nennen. Ja, jetzt schneiden wir hier einmal so und so der Länge nach ein. Dann hier unten das gleiche. Ja, da kann man. Und das zeigt eigentlich nur an, dass man hier diese Falzlinie ist nachher von dem Messerrücken, wo nachher die Scheide praktisch drauf gefalzt wird. Das ist dann nachher vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wo man beim Zuschneiden
nur anzeigen muss, wenn man dann einfach mit der Ahle durchfährt und das dann hat. So, jetzt haben wir schon das eine Teil. Dann brauchen wir das andere Teil, den Keder. Dann brauchen wir zweimal. Wir müssen wir geschwind noch kennzeichnen, dass das die Aufsicht ist, also die Vorderseite. Und das müssen wir auch zweimal zuschneiden. Ja. Und da ist es unwichtig, ob das jetzt von der Fleischseite her oder Ding ist, weil das verschwindet ja eh nach innen. Einmal. Zweimal. So. Da müssen wir noch schneiden. So. Haben wir das. Geschwind prüfen. Jo, das passt. So. Und da unten, da schneiden wir im Augenmaß 4 mm weg. Dann haben wir das. Ja. Und man sieht auch hier, dass wenn man den Zuschnitt hat, dass hier manchmal die Scheide aus ein bisschen übersteht und manchmal der Keter. Ja. Das ist aber nachher halb so wild, weil das schleift sich nachher eben. Wichtig ist einfach nur, dass das Messer nachher sauber hier drin liegt und dass das eigentlich genügend Luft hat. Ja. Und das ist eigentlich der Fall. Ja. So, das haben wir und jetzt brauchen wir hier noch praktisch dieses Teil. Ja. Und dazu müssen wir uns hier mal von der Länge her gucken, ob es noch ausgeht. Schätze mal nicht. Da haben wir hier nicht genug Material. Das sind rund 50 nach 100, 194. Das werden wir nicht hinkriegen. Da brauchen wir anderes Material. Muss ich mir erst mal besorgen.